Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Ja, wir sind immer bei der Aufklärung der Morde dran, machen aber gerade mal eine kleine Nebenquest. Nämlich unter Ferdok wird ein Handschmeichler vermisst. Oh, und das gibt uns schon ein paar Pünktlein. Verfolge die Ratte. Ich muss die Ratte finden, um ihren Glücksbringer abzunehmen. Jo. Das war dann wohl die da hinten. Ich glaube, da nehmen wir aber dich jetzt rein. Ich würde mal gucken, wie das mit den Punkten aussieht. Die haben jetzt einige wieder. Auf jeden Fall Kampf Maximum. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, Zwergnase sollten wir maximieren, damit du geheime Sachen findest. Ja, können wir nicht höher machen. Schade. Also müsst ihr mich immer treffen. Na ja, gut. Gute Entscheidung. Säbel. Ich glaube, wir machen dann Ausgleich. Oder? Ah ja, sie muss auf jeden Fall treffen können. Ne? Viele Punkte. Viele, viele Punkte. Ich schon mal keine Wunden mehr. Ich versuche mein Bestes. Das bin ich. Und Schlösser knacken geht nicht höher. Okay. Du solltest auf jeden Fall das drauf machen. Und bei dem machen wir die Sinnesschärfe höher. Meint ihr? Oh ja. Meine ich. Huch, wo geht's denn hier lang? Die Ratte ist zwar woanders lang. Ich hatte ja so viele Rattenschwänze gehabt, irgendwie 40 Stück oder so. Die sollte man nicht einfach so verscherben, dann kann man später mehr Geld rausholen. Aber ich habe auch keine Ahnung, an wen ich die jetzt verkauft hatte. Die irgendwie zurückzuholen, sehr wahrscheinlich wird sich das schon nicht mehr lohnen, aber die sollte ich aufbewahren. Das ist eine kleine Geldspritze. Da wir recht am Anfang die schon hätten machen können, denke ich nicht, dass das hier zu schwierig wird. Wenn wir direkt in die Stadt reinkommen, hätten wir das ja schon zu zweit machen können. Jetzt sind wir zu viert. Sollten wir gerade mal schauen. Also wir sollen nach da, dann gehen wir erstmal nach Süden. Oder auch nicht? Wolfsratte, können wir mit dir reden? Nö, sie greift uns direkt an. Okay. So, bei meiner Axt. Umwerfen. Ich mach das schon. Ha! Ah, ich habe den Funkentanz, glaube ich, falsch gelesen. Ah, umhüllen den Verzauberten. Das ist natürlich was ganz anderes. Das habe ich im letzten Video falsch dann gelesen. Attacke der Angreifer wird dabei gesenkt. Das heißt, wenn sie vorne ist, kann sie sich dadurch schützen. Halt. Huch, da sind ja noch viel mehr. Ja, okay.
Cerritus, Cerritus, Astus. Astus. Sanftmut auf einer Ratte. Ich glaube, da sind wir zu niedrig für. Haben wir nicht hochgemacht. Testen wir, was abgeht. Heieiei. Okay. Handschmeichler direkt erhalten. Sie zaubert noch. Am besten macht sie gleich mal den Zauber von sich da gleich drauf. Du darfst direkt mal auf die Wolfsratte gehen. Alle mal hergehört. Ja, haut ihr da weiter oder gehen wir zur Hilfe? Ich glaube, wir gehen zur Hilfe. Stürm mal hier hinten rüber. Und zwar auf die da. Für die Königin. Für Rondra. Für Rondra. Bei Koko. So. Vergiftet. Leichter Wundbrand. Auch vergiftet. Das bin ich. Das bist du. Das ist korrekt. Mach mal den Funkentanz auf dich. Ich glaube, das war's. Die haben schon keine Schnitte. Wir hätten, glaube ich, einfach draufhämmern können. Aber zu zweit wäre ich ohne. Ah, schön, die Magie. So, macht mal Pause machen. Heilkunde Gift bist du, glaube ich. Das checken wir aber vorher nochmal. Heilkunde Gift 0. Lass das mal Vorgrim machen. Okay, das ist nicht gut. Und du hast ein paar Punkte zu steigern. Dann. So. Darfst du. Gulmontee. Erstmal auf die Kladdis. Die hat schon so viel Energie verloren. Bading. Geheilt. Sehr gut. Einmal da drauf. So, zurück zum Schneider. Wir haben den Handschmeichler bekommen. Auch geheilt. Gut. Also, und du darfst alle Wolfsschwänze mitnehmen. Und bloß nicht mehr verkaufen. Die haben nämlich auch nicht viel gebracht, so. Ein paar Lederbänder. Amazone voraus. Geh mal Schritt an die Seite, für alles bitte. Klar. Der Nase nach. Hoch. Okay, ich hätte den anderen vorschicken sollen. Wenn ich jetzt darüber wechsle, sieht er das natürlich nicht. Das ist schlecht. Das heißt, ihr stürmt erstmal darüber. Los. Na klar. Auf geht's. Aber du kannst schon mal einen Pfeil reinpfeffern. So. Alle mal hergehört. Meine Rache. Ja, ich glaube, wir brauchen keine Wurfschläge. Haut einfach drauf, dann war's das. Ja, so ist es. Die sind zu schwach. Du darfst aber den mal drin haben. Lass das mal Vorgrim machen. Da vorne lang gehen. Ich
seltsam, dass die jetzt erst auf dem Rückweg rauskommen. Vielleicht sind sie sauer, weil wir so die da hinten umgebracht haben. Die haben sie auch einfach nur Angst. So, kommen wir was näher. Einmal dahin, einmal dahin. Gute Entscheidung. Kurkum. Und du einmal auf den. Hey. Naja, da muss ich gar nichts machen. Die kriegen das von alleine hin. Das Einzige, was passieren könnte, einer von denen wird vergiftet. Das ist so ganz in Ordnung. Na komm. Okay. Zwerg da vorne. Ein Wort. Ein Zwerg, ein Wort. Da ist schon der Ausgang. Das heißt, die Quest beenden und kriegen wieder ein paar Erfahrungspunkte und gucken mal, ob wir bei Gladys nochmal was höher machen können. Aber ich glaube, Dietriche ging nicht mehr höher. Wir könnten natürlich die Diebesgilde aufsuchen. Aber wir müssen ja auch noch zum Hafen die anderen zwei Tatorte anschauen. So, wir sind wieder oberhalb, das heißt Gladys hat die Führung. Unsere charmante Dame. Vielleicht sollten wir Sensibel Epipartikus machen. Zaritus. Astus. Hallihallo. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr ihn schon gefunden? Hier habe ich euer gutes Stück gefunden. Da habt ihr es wieder. Moment mal. Nein, habe ich nicht. Wir haben uns das gar nicht angeschaut. Handschmeichler des Schneiders. Okay. Hatte so keine krasse Bedeutung. Einfaches Kleid. Grüne Magierrobe. Hui. Ich glaube, das sieht schön aus. Das passt doch besser zu ihr. Ja, natürlich haben wir ihn gefunden. Da seid ihr. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Das war wirklich außerordentlich nett von euch, für mich danach zu suchen. Jetzt kann ich endlich wieder meiner Arbeit nachgehen. Bitte nehmt diese zwei Silberlinge für eure Mühen. Zwei Silberlinge? Mein lieber Scholl, ist ja gar nichts. Freut mich, dass ich euch helfen konnte. In Wahrheit zwar nicht, aber okay. Gehabt euch wohl. Mögen die Zwölf über euer Schicksal wachen und euch niemals über einen Huhn stolpern lassen und etwas Wichtiges verlieren lassen. Okay. Der ist also über dieses Huhn gestolpert. Yeah. Ja, Mord in Ferdok haben wir immer noch. Diebische Aufnahmeprüfung. Finde die Diebesgilde. Wir haben sie ja eigentlich gefunden. So, wir haben 37 Punkte. Das ist auf Maximum. Wann steigst du auf? 1500. 300 mehr und dann können wir Schlösser knacken erhöhen. Ich glaube, du sparst mal Punkte. Auch wenn wir Falschen erhöhen müssten. Für Handel. Wie sieht es bei dir mit deiner Behinderung aus? Behinderung 0. Okay. Dann kannst du weiter Sachen tragen. Obwohl wir, glaube ich, ein paar Krimskrams mal abgeben, um was Platz zu haben. Die Pfeile dürfen zu ihm. Okay. Halt. Folgt mir. Ja, genau. Folgt der Gladys. Gladys. Ich sag mal Gladys, ne? Mit G. Egal. Wundert euch nicht. Waren wir eigentlich schon da drin? Tempel des Praios? Da sind wir noch gar nicht reingegangen, glaube ich. Was?
Was für ein Prunkbau. Ich verstehe gar nicht, warum mich sonst nie jemand einlassen wollte. Ob die Schale dort hinten aus Gold ist? Was war das gerade für ein Licht? Hat Prarius das etwa gehört, was du gesagt hast? Cool. Es könnte sein, dass sie aus Gold ist. Vielleicht hätte ich dich draußen lassen sollen. So manch einer traut sich auch einfach gar nicht in Prarius Hallen rein. Ne? Weil er weiß, dass er direkt einen Schrecken hat. Ja, wer würde denn hier am besten passen? Sehr wahrscheinlich die Rolana, ne? Der Elf scheißt sowieso drauf. Na klar. Aber da wir hier mit Leuten quatschen werden, nehmen wir mal dich. Können wir hier irgendwas absahnen? Branibor, hoher Drache, erhebe dich mit eisernen Flügelschlag und hüte die Gerechtigkeit im wachen Geiste. Garfan, Horas, ist das wichtig? Wahrscheinlich einfach nur grafisch. Also hier teurer Marmor, Prunk, also die sind sehr reich, ne? Oben Licht, weiter hoch können wir nicht, okay. Städter sind hier wichtige Personen. Städter. Nö. Dann reden wir mit dir. Gilborn von Punen, 29. Travia 589 nach Bosporans Fall. Praios zum Gruße. Was ist euer Begehr? Mein Gott, das kriegt ja jeder mit, dem Begehr bei dem Hall. Wer ist dieser Gilborn von Punin, den diese Statue darstellt? Ihr wisst nicht, wer Gilborn von Punin ist? Er ist Erzheiliger der Prariuskirche und zudem der Schutzheilige gegen Zauberei. Magie kann keiner von uns. Was? Wir würden noch nie dieses Teufelshexenwerk machen. Wenn euch nach Wissen dürstet, so könnt ihr in diesen Hallen noch mehr erfahren. Seht euch doch etwas um und lasst mich dann euer Wissen prüfen. Gut, ich werde mich umsehen. Wissen prüfen. Muss ich das hier auswendig lernen? 29. Travia. Bevor wir hier einen Fehler machen. Obwohl ich denke, man kann gar nicht bei dem Spiel Fehler machen. Das ist ja recht einfach, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es gibt hier nicht so krasse Handlungsmöglichkeiten wie bei The Witcher oder so, die dann extreme Auswirkungen haben. Oh Gott, ich muss das da lesen, ne? Her und greif der wärmenden Stund, folge den Strahlen und bringe das Licht auf deres Scheib. Ich glaube, ich muss die Namen aufschreiben. Vier Stück hier, vier Stück auf der anderen Seite. Oh Gott. Sollen wir auf gut Glück machen? Schauen wir, was dann passiert. Da seid ihr ja wieder. Ja, das bin ich, Ehrwürdiger. Seid ihr bereit für meine Fragen? Aber sicher doch, wir sind so wissenskundig. Wer ist der Hüter des Sommers und Bringer des Lichts? Ach du Schande. Ja, ich würde jetzt direkt Prarius sagen, aber mein... Ich hätte da jetzt diese... Also man muss diese 8 Teile lesen wohl. Garafan? Nur wenige erschließt sich das Wissen um die Göttermasse. Ihr müsst noch einiges lernen. Aber wir können das mit Trial and Error machen, oder wie? Ja, es ist Yemoran oder so ähnlich. Ihr habt recht, doch würde ich euer Wissen gerne mit einer weiteren Frage prüfen. So stellt eure Frage, Ehrwürdiger. Wer ist Wahrer von Ordnung und Gleichgewicht in unserer von Prarius gesegneten Welt? Horas, das erinnert mich an die Ägypter. Garafan? Okay. Und er wiederholt die Fragen, ne? Das war das erste, ne? Nein! Der stellt andere Fragen jetzt, oder? Wahrer der Ordnung?
Orisha ist Wahrer der Ordnung. Sollte man das mal aufschreiben. Der macht das also unterschiedlich. Es sind sehr wahrscheinlich 8 Fragen, die wir wissen müssen. Wer ist es, der über allen Greifen steht und die niederen Wesen beschützt? Ich habe keine Ahnung. Ach Mist, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ich klicke zu schnell. Wer wacht über die Nachtstunden, wenn der Götterfürsten Auge ruht? Na, Fex natürlich. Oder der Schelm? Keine Ahnung. Kuri? So habt ihr also die letzte Lösung erraten. Doch war dies nicht Sinn meiner Prüfung. Ich schlage vor, überdenkt euer Verhalten. Herr Parius sieht auch euer Tun. Ich werde für eure Erleuchtung beten. Okay. Man muss das ja wahrscheinlich auf Anhieb schaffen. Laden wir mal neu. Wir wollen die Erfahrungspunkte haben. Aber das finde ich gut gemacht, dass das so nicht geht. Das Tearing. Schrecklich. Ich hoffe, dass das nicht so in der Aufnahme. Ja, wir sollten das aufschreiben. Ich glaube, das mache ich mal alleine. Schreibe ich mir die hier raus, die 8 Texte. Und dann können wir die Frage richtig beantworten. Das mache ich dann aber alleine. Was sagt denn die Zeit? Ja, die ist eigentlich super, die Zeit. Da können wir hier einen Break machen. Dann schreibe ich mir die jetzt auf. Und im nächsten Video starten wir das dann direkt. Bis demnächst. Euer Chojin.